Das war jetzt ein spannender Prozess, dass ich erzählen konnte, was mir wichtig ist und dass daraus ein Buch entstanden ist. Und in diesem Prozess habe ich noch mehr gemerkt, dass ich immer wieder über Brücken gehe. Über gesellschaftliche Brücken zwischen Kreuzberg mit diesem bunten Leben und einer Fabrik mit Elektronik, wo ganz andere Grundsätze sind und auch ganz andere Menschen. Aber diese Brücke ist auch in mir, dass ich Momente in meinem Leben habe, wo ich ganz abwartend, still, betrachtend, ohne jeden Sockel leben möchte als Bruder, aber dann auch Momente, wo ich in die Mitte gehe und mir das Mikro nehme und sage, da und da sehe ich es was faul und da muss man hingucken. Also diese Wechsel von Engagement und schlichtem Leben. Und das sehe ich so als Motor, um Mensch zu werden. Und in diesem Menschwerden ist diese Brücke mir ein wichtiges Bild. Wir alle sind daran, mehr Mensch zu werden. Und das ist auch im Christlichen, ist die Menschwerdung der zentrale Begriff. Und deshalb benutze ich den auch gerne. Und kann dann sehen, wie eben ein Hindu anders mit anderen Worten Mensch wird, als vielleicht ein Muslim. Aber im Kern ist es ja dasselbe, in die Offenheit zu kommen, in die Gemeinschaft, in die Wahrheit. Und bei dem Thema der gesellschaftlichen Gleichheit von Mann und Frau, also nicht nur eine juristische Gleichheit, sondern eine, die sich in der Beziehung begründet. Da finde ich jetzt auch Ansätze, die ich dann im Buch auch schon benannt habe, in Freundschaften, in Beziehungen. Und da gibt es auch Namen natürlich. Und so ist für mich das Buch irgendwie was Doppeltes. Einmal eine besondere Nähe zu einem Mitbruder, einem Jesuiten, dem Klaus Mertes, und eine besondere Nähe zu einer Frau, die für Spiritualität arbeitet im Norden von Deutschland. Und also das so beim Schreiben zu merken, dass es Namen gibt für die Sehnsucht, die ich in mir habe. Aber wie das so weitergeht, da will ich jetzt nicht irgendwelche Prophezeiungen machen.